Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und willkommen zum heutigen Video. Heute, Leute, habe ich wieder einen neuen Shop, den ich natürlich knallhart ehrlich hier auseinandernehmen werde. Im Werbung versus Reality. Das heißt, ich schaue mir ganz genau an, ob die Teile wirklich gut sitzen und genauso aussehen wie im Shop. Und der besagte Shop heißt If You, ist aus UK und ich habe einige Teile mir rausgepickt und wir werden uns die jetzt ganz genau anschauen. Los geht's mit dem ersten Outfit. Ich weiß, wir wollen alle genau dieses Kleid hier sehen, aber das heben wir uns als Schmankerl bis zum Schluss auf. Ich starte erstmal mit einem Sporty Look. Ich wollte nämlich ganz gerne so ein bisschen einmal das gesamte Sortiment für euch abchecken. Bei If You gibt es natürlich Damenbekleidung, es gibt aber auch Activewear, Homewear und so weiter. Und dann dachte ich mir, greife ich doch mal gerne in die Activewear. Denn Radlerhosen mag ich persönlich ja super gerne, vor allem auch bei heißen Temperaturen, ganz gemütlich zu Hause. Und da habe ich dieses Modell hier entdeckt, das halt so The Pobbes-Bereich nett betont. That's it auf der Kleiderstange und so immer ein bisschen komisch aus, weil dann halt hier alles so gerafft ist. Aber wenn man die dann anzieht, ne, also mein Pobbes, da wirkt ja auch langsam ein bisschen mehr die Schwerkraft. Ich gebe das ja zu, Leute, ne? Aber in solchen Leggings, ne, hör mal, das ist Shaping vom Allerfeinsten. Ich weiß, wir brauchen das eigentlich nicht unbedingt. Aber ich persönlich bin ja ein Fan davon, meine Kurven auch nett in Form zu pressen. Ich finde, da kann man auch voll zu stehen und ich mag halt dieses Ding echt gern. Die sitzt richtig gut und macht noch eine nice Taille dazu. Und um das Sportel-Outfit zu kombinieren, habe ich dieses Top darüber geworfen. Finde ich echt richtig spannend und süß gearbeitet. Wir haben hier oben so ein Mesh-Detail und dann halt so ein bisschen so diese wie nennt man das? Grafischen Elemente? I don't know, ja. Ansonsten vom Stoff her super angenehm. Das ist halt so ein Waffle-Ding, ne? Also von der Struktur her echt ganz nett anzugucken. Sitzt auch schön spackel an der Figur, aber ich finde, macht durchaus was her. Würde man jetzt nicht unbedingt denken oder muss man nicht unbedingt als Sportoutfit anziehen, finde ich, kann man auch so ganz gut anziehen. Die beiden Klamotten hier aus der Activewear-Kollektion sind jetzt eher so Polyester-Teile, aber kein unangenehmer Polyester. Ich kann euch direkt schon sagen, es riecht nichts, es ist alles top verarbeitet, super Qualität. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht bisher, aber würde sagen, jetzt hüpfen wir natürlich in die spannende Kategorie, nämlich richtige Damenbekleidung. Dann hatte ich zuletzt mal einen Look gesehen und das war tatsächlich einfach bei einer Influencerin, die hatte so eine schöne Shorts an und drüber einfach offen so eine Bluse flattern. Und das wollte ich nachkreieren und habe dann hier diese super schöne Baumwollbluse bei If You entdeckt. Ich habe übrigens in allem eine XL bestellt. XL heißt bei If You Größe 46. Und kleiner Spoiler-Alert, ich habe tatsächlich in alles reingepasst, ja. Also ich war sehr skeptisch, ob das wirklich gut geht, aber auch die Bluse finde ich super schön. Die hat halt hier so ein bisschen so Rüschen und auch die Ärmel sind halt eher so ein bisschen weiter, so ballonmäßig geschnitten und dann halt hier unten nochmal mit einem schönen breiten, wie nennt man das überhaupt? Keine Ahnung, halt am Handgelenk. Und ich muss sagen, die ist richtig locker, luftig, leicht. Ich habe die schnell übergesteamt, das ging super gut. Also ganz, ganz toller Stoff. Sehr luftig und finde ich über der kleinen Bermuda-Shorts sehr, sehr toll. Okay, ich muss gerade noch mal kurz revidieren. Ich habe ja gerade gesagt, es hat alles gepasst. Ich gebe zu, die hier einen Mini-Ticken zu klein. Ja, das ist hier die Shorts, die ich bestellt habe, weil ich ja so auf dem Bermuda-Shorts-Trip in der letzten Zeit war, Leute. Und die ist richtig süß. Ich fand die so schön, alleine vom Muster her, ne, so dieses leicht gestreifte hier. Aber man sieht es halt hier vorne an der Bundfalte, dass die halt bei mir nicht hundertprozentig sitzt. Leider Gottes. Der Knopf ging aber zu, ja, und es ist auch ein Gürtelchen so zum Schleifebinden dabei. Und ich muss sagen, ansonsten vom Stoff her ein absoluter Traum. Wirklich perfekt für den Sommer. Super leicht und luftig. Richtig nice verarbeitet. Ganz, ganz toll. Hat auch Taschen an der Seite. Hinten die Taschen sind nur aufgenäht. So als kleines Detail. Aber ich muss sagen, an für sich eine super Box. Wäre halt ein Mini-Ticken größer besser für mich gewesen. Nächstes Outfit nochmal sommerlich, luftig, leicht. Ich habe mir eine Art Jeansröckchen ausgesucht, das aber tatsächlich zum größten Teil aus Baumwolle besteht und noch ein bisschen Rayon, aber auch sehr stretchy. Was haben wir denn da sonst noch drin? Spandex, wunderbar. Also ich war wirklich super skeptisch, als ich den ausgepackt habe und habe mir gedacht, ja komm, da passt auch nur ein Oberschenkel von dir rein.
Aber es ging wirklich zu, Leute. Ich bin mega positiv überrascht. Ich finde den Rock richtig süß. Wir haben hier nur so ein paar kleine Fäden, aber das kann man wegschneiden. Das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Ansonsten ein sehr, sehr hübsches Miniröckchen. Miniröcke generell sind gerade wieder im Kommen. Weiß finde ich halt eh voll toll. Es hat Taschen, es würde ein Gürtel drauf passen. Für mich persönlich halt ein richtig tolles Sommerpiece. Mir gefällt der extrem gut. Und dazu habe ich mir ein ganz schlichtes Top ausgesucht, das so einen schönen Wasserfallkragen hat. Habe ich gesehen, fand ich auch sehr, sehr hübsch und ist eigentlich auch sehr kurz und cropped gearbeitet, weil es hier an der Seite auch nochmal so gerafft halt eingenäht ist. Da ist ein Gummizucht drin. Aber ich muss sagen, insgesamt war ich wirklich überrascht von dem Outfit. Gefällt mir richtig gut. Also ich finde, kann man auch super gut tragen mit einer XL, liebe Leute. Ja, gefällt mir. I like it very much, muss ich gestehen. Und auch das hier super weich, sehr schön. Schöne Farbe und aber wieder größtenteils aus Viskose. Finde ich aber nicht schlimm. Es ist sehr weich, es ist sehr gemütlich, liegt toll auf der Haut und von daher ein richtig schönes Sommertop. Bevor wir zu den zwei heißen Kleidchen kommen, die ich hier noch bestellt habe, kurz mal noch ein Wort zu dem Versand und Rückversand. Versand ist generell ab 29 Euro kostenlos und Rückversand ist ebenfalls kostenlos. Da könnt ihr dann einfach im Kundenkonto tatsächlich eine Retoure anfordern und bekommt dann alle Infos für die Rücksendung. Also auf den ersten Blick wirkt es auf mich unkompliziert. Und jetzt kommen wir zum ersten Kleidchen. Daniel sagte gerade so spontan, das Alpenkleid. Also ich habe dieses Kleid hier gesehen. Also ganz ehrlich, ne, das schreit halt schon wieder meinen Namen so jetzt. Ne? Ich habe es gesehen und dachte mir so, wow, ja, mir gefällt das Muster verdammt gut. Und es ist halt so ein super luftiges Walle-Walle-Kleid einfach. Wir haben wunderschöne, süße Ärmel. Natürlich sind die lang, aber es ist sehr luftig alles. Also kann man auf jeden Fall im Sommer machen. Der Gummizug ist an den Armen so ein ganz kleines bisschen vielleicht eng, aber kommt drauf an, wenn ihr es runter bis zu den Handgelenken zieht und es Off-Shoulder tragt, dann sitzt es wirklich super gut. Man kann es also, wie ich gerade schon gesagt habe, Off-Shoulder tragen oder aber auch, wie es halt im Shop ist, einfach so auf die Schultern ziehen. Hier haben wir halt so einen gesmokten Vorder- und Rückbereich. Super easy, ne? Ist jetzt schön, sitzt es an der Brust. Kein super tiefer Ausschnitt. Kann man jetzt zum Beispiel auch vielleicht mal ohne BH machen. Und dann halt super weiter luftiger Rock. I love it. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war im ersten Moment so ein bisschen so, ist das nicht zu sackig? Aber es sieht wirklich toll aus. Also Daniel sagte auch, nee, das sieht mega aus. Und gerade wenn es halt super heiß ist, sehr schön luftig. Oh, ich weiß, mir wird die ganze Zeit schon selber heiß bei meinem Anblick und diesem Kleid. Ich habe das gesehen und dachte mir so, okay, hier, das ist hot, das müssen wir ausprobieren. Das ist halt, also das schreit halt so, hi, ja. Allein die Farbe ist schon mal der absolute Kracher. Und kurze Randnotiz, meine Schuhe, die neuen, passen einfach perfekt dazu. Es ist exakt der gleiche Farbton. Aber genau dieses Schnürdetail hat mich natürlich gecatcht, weil ich mir dachte, so weit muss man in der XL halt auch erstmal anziehen, ja? Ist ein Statement, liebe Leute. Ich habe das jetzt dann hier fröhlich, herzlich gewickelt. Es bleibt aber alles, wo es ist. Also es sieht gefährlicher aus, als es ist, das Kleid. Es passt wirklich richtig, richtig gut. Es hält alles ganz gut in Form. Also ich brauche da keine große Angst haben, dass meine Boobs rauskullern oder so. Aber ich muss sagen, es ist ein Waffenscheinkleid. Ja, ganz ehrlich. Die Länge finde ich toll. Ist halt ein bisschen was Eleganteres so für den Sommer. Halt fürs Ausgehen, für Party etc. Und ja, was soll ich dazu noch sagen, Leute? Es ist ein absoluter Kracher. Ich bin halt mega gespannt, was ihr sagt, welches Teil heute euer Favorite war. Ich kann mich fast nicht entscheiden, aber ich würde behaupten, interessanterweise die Kombination aus dem weißen Denimrock und dem gelben Top, weil es einfach super schlicht und mega schön sommerlich ist. Und ich glaube tatsächlich hier dieses orange Waffenscheinkleid, weil es einfach mal was anderes ist, ja? Und weil man sich das auch einfach mal trauen kann, liebe Leute. Bin mega gespannt auf euer Feedback. Schaut unbedingt unten in der Videobeschreibung vorbei. Es gibt natürlich auch einen Code für euch. Ihr könnt 20% sparen, sofern ihr jetzt ganz gerne hier etwas nachshoppen wollt. Ich habe ja gesagt, in allem eine XL, aber die Größen findet ihr auch unten nochmal bei den einzelnen Teilen mit dabei. Also geht
angeht, super gerne stöbern. Qualität, ich persönlich bin super positiv überrascht, hat mir alles sehr gut gefallen, fein gearbeitet, ich habe nichts zu meckern, richtig nice. Ist ein Job, den man sich mal zweimal anschauen kann. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.